Unser Körper ist nicht für die Zivilisation gemacht. Unser genetisches Programm geht zurück in eine Zeit, als wir noch in Höhlen lebten und der tägliche Nahrungserwerb mit großen körperlichen Strapazen verbunden war. Sportliche Aktivitäten können helfen, die Anstrengung der Vorzeit zu simulieren und somit dem Körper zu geben, wonach er verlangt. Gut geeignet für die körperliche Fitness ist das Rückschlagspiel Badminton. Wegen der Schnelligkeit des Spiels und der großen Laufintensität kommt es den körperlichen Anstrengungen unserer Vorfahren sehr nah. Badminton wird häufig fälschlicherweise mit dem Freizeitspiel Federball gleichgesetzt, das im Gegensatz zu Badminton möglichst lange Ballwechsel ohne Grenzen eines Spielfeldes zum Ziel hat. Badminton hingegen ist ein Wettkampfsport, der nach festen Regeln in einem begrenzten Spielfeld mit Netz gespielt wird. Die Ahlener Badminton-Abteilung in der TG Ahlen wurde am 01.10.1960 beim Badminton-Landesverband NRW angemeldet und somit zum offiziellen Spielbetrieb zugelassen. Heute zählt die Badminton-Abteilung 135 Mitglieder. Elisa, seit wann spielst du Badminton? Ich bin dank meiner Eltern in der Halle groß geworden, von daher spiele ich schon immer Badminton. Also gab es für dich gar keine andere Alternative? Doch, ich mache viel Sport, auch viel anderen Sport, aber meine Hauptsportart bleibt Badminton. Wie lange spielst du schon Badminton? Seit 96, also seitdem ich irgendwie 7 bin, bin ich angefangen in der Grundschule und seitdem bin ich immer hier am Trainieren. Wie kam es denn dazu? Ich weiß auch nicht, ich glaube einfach durch eine Freundin in der Grundschule bin ich mitgegangen und dann dabei geblieben. Jonas, seit wann spielst du Badminton? Boah, gute Frage. Ich schätze mal so seit 10, 11 Jahren ungefähr, ja. Und wie kam es dazu? Eine gute Freundin hat damals viel erzählt, hat mich dann mal mitgenommen und das war eine richtige Entscheidung. Was ist die Faszination für dich, für diesen Sport? Mich fasziniert die Geschwindigkeit. Also ich habe selten einen Sport gemacht, in dem man so flink, so flexibel und so schnell auf dem Platz sein muss. Was ist die Faszination für dich für diese Sportart? Also es ist eigentlich so dieses Unterschiedliche, also die Ausdauer, aber auch die Schnelligkeit und ja, immer wieder sich aufs Neue einzuspielen. Na, jeder Gegner ist anders, dass man sich überlegt, wie spiele ich denn und dann wird es einfach nie langweilig. Ja, dass es halt immer anders ist. Ich muss mich auf jeden Gegner anders einstellen, jeder ist anders. Ich muss mich auch verändern beim Spielen, man kann sich gut weiterentwickeln und das bereitet mir halt viel Freude. Was denkst du, warum Badminton nicht so populär ist? Ja, das ist eine gute Frage und es ist auch eigentlich sehr schade, dass es nicht so populär ist, weil es unglaublich viel Spaß macht, weil es vielseitig ist. Man hat diesen Mannschaftssport, das heißt den Zusammenhalt und das ist eigentlich so super an diesem Sport und in den Mannschaften auch die gemischte Mannschaft, was man sonst in den anderen Sportarten auch nicht hat, dass die Männer und die Frauen zusammenspielen. Ich hoffe, es wird jetzt langsam wieder mehr interessanter für die Kinder und wir arbeiten daran, dass auch noch mehr Kinder kommen, damit es wieder populär wird. Haben die Männer einen Vorteil bei diesem Sport? Nein, haben wir ja gerade gesehen. Die Damen gewinnen auch gegen die Männer. Also von daher haben die keinen Vorteil. Dieter Massin hat sein Leben dem Sport gewidmet. Er war Präsident des Europäischen Senioren-Leichtathletikverbandes und 1970 war er Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Leichtathletikgemeinschaft Ahlen. In der LG Ahlen war Dieter Massin als Trainer, Jugendbetreuer und vor allem Ideengeber für neue Wettkampfformen aktiv. Heute leitet er unter anderem das Ahlener Sportarchiv, was bis jetzt noch keine festen Ausstellungsräume hat,
und so von Ausstellungsort zu Ausstellungsort wandert. Start war im Mai 2016 im Aalener Heimatmuseum. Die zweite Sportausstellung wurde am 1. Februar 2017 im Aalener Parkbad eröffnet und bleibt dort noch bis zum Ende des Monats. Thema ist dieses Mal die Aalener Badmintonabteilung. Gezeigt werden Exponate aus der über 50-jährigen Badmintongeschichte. Der Ausstellungsort im Eingangsbereich des Aalener Parkbades ermöglicht den Gästen, ihren Besuch mit der Besichtigung der Ausstellung zu verbinden. Dann ein herzliches Willkommen an alle, die heute Abend zur Ausstellung des Sportarchivs und des Stadtsportverbandes gekommen sind. Die Idee zu dieser Ausstellung ist in direkter Verbindung zur Ausstellung, zur Sportausstellung im Heimatmuseum im Mai letzten Jahres zu sehen. Da haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass wir einmal eine Ausstellung machen, damit einen großen Wirbel und auch gleichzeitig ein großes Interesse schüren und dann sagen, ja, und das war's und wir sehen uns vielleicht in 10 Jahren wieder. Ich finde es sehr gut, wenn verschiedene Themenbereiche auch mal eine besondere Wertschätzung erfahren. Denn Aalen ist eine Sportstadt und da können wir so viel berichten und auch so viel noch der Nachwelt und den Bürgern mit auf den Weg geben an Informationen, dass es auf jeden Fall berechtigt ist, die Dinge auch auszustellen. Von den 33 Sportarten wollen wir nach Möglichkeit so viele wie eben möglich vorstellen. Nur hinzugehen und wir hangeln uns nur an den populären Sportarten oder an den Sportarten hoch, die Tag für Tag in der Zeitung zu sehen sind, das war uns zu wenig. Und wir wollen jeder Sportart die Gelegenheit geben, sich hier darzustellen und wenn die Sportarten und die Vereinsvertreter auf uns zukommen, haben wir jederzeit ein offenes Ohr dafür. Förderungswürdig ist jede Sportart. Ich habe gerade mit Jürgen gesprochen und mit Herrn Ossenbrink. Die haben mir berichtet, dass seit Ende der 50er Jahre der Badmintonsport hier in der Stadt sehr aktiv betrieben wurde. Und wenn man dann hört, mit wie viel Herzblut diese Sportart auch begangen wird, dann lädt das schon dazu ein, noch mal genauer hinzuschauen. Und vielleicht fühlt der ein oder andere sich ja durchaus angesprochen, mal mitzumachen. Jede Sportart, wenn man sie wirklich betreiben will, mannschaftsmäßig, turniermäßig muss man sich dafür quälen, um in eine Mannschaft hineinzukommen. Man kann Badminton natürlich auch so spielen, wie der Körper es zulässt. Man muss ja nicht immer Höchstleistungen bringen. Man kann auch sagen, gut, im Rahmen meiner Möglichkeiten, was der Körper mir erlaubt, so betreibe ich die Sportart. Die Menschen sind genauso gern bei uns willkommen. Die schönste Rückmeldung besteht sicherlich darin, wenn andere Vereine, andere Sportarten auf uns zukommen und sagen, dürfen wir auch einmal. Der Ausstellung bzw. dem Archiv zu. Das ist großartig. Ich habe es zu Hause und das ist der Sachverstand.